Einen wunderschönen guten Abend, liebe Leute. Ja, Evil West, da sind wir wieder. We make a marvelous team, you and me, Mr. Jesse. With my brains and your... Hey, Zeus. Right. Einen wunderschönen guten Abend. Da hatte ich hot gemacht, ne? Die Diskussion im Discord eben. Ne. Geile Geschäftsidee, oder? Feed me. Wie geht's dir, Junge? Alles in Ordnung? Ich nehme an, Hand und Fahrrad wieder alles in bester Ordnung. Then I can assume you've got her severed head hidden behind your wiry tip-top. So muss das sein. Secretary Harrow. Dr. Blackwell, I can't believe I'm saying this. But as of right now, you are the Ach, das haben wir noch am Montag schon gesehen, ne? Soon to be renamed Die Zwischensequenz. Institute, with all the perks and privileges entitled therein. But for now, I want you to lock these sons of bitches up for high treason. And after that, you're gonna squeeze every bit of vital information Sonntag wieder Sea of Thieves. Und wie gesagt, ich werde, so wie es aussieht, meinen Sohn da haben. Das heißt, wir können nicht ganz so früh starten, aber macht ja nichts. Are you having some sort of female moment? I fucking want this fucking done right fucking now! Would you allow me to present a counterproposal? You leave Calico right now and never come back, you lying, sweaty, lecherous, potty-mouthed, flatulent, ugly mustache. Also ihr traue ich auch nicht so, ne, mit ihrer Vampirzähne da. Die sieht auch nicht so gesund aus. Ab 13:30 bist du da. Ja gut, das wird bei mir nicht reichen. Müssen wir schauen. Ich denke eher so Richtung 16, 17 Uhr sowas. Jesus, aber jo. Amelia, that was potty mouth? I'm about 90% adrenaline right now, Jesse, so maybe you save your critique for when my Jackson. Du bist Montag wieder da. Das ist ja geil. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Und was kam raus? Krankenhaus und so weiter. Haben sie es in den Griff gekriegt? Ich könnte mir vorstellen, dass du jetzt fleißig am Tabletten fressen bist, ne? Wahrscheinlich für eine sehr lange Zeit. Yes, yes, yes. Hat so Dienstag beim Kardiologe einen Termin? Muss Tabletten nehmen. Oh ja. Naja, fährst du Dienstag dahin? Ist ja kein Ding. Das ist ja kein Ding. Hauptsache, kommst du wieder ins Leben zurück. Ja, aber cool. Sehr cool. Vor allem wird das die anderen freuen aus seiner Abteilung. Da geht es ein bisschen drunter und drüber. Ein bisschen. Also im Mai wird es drunter und drüber gehen. Also, ich sag jetzt mal die Vornamen, die kennt ja eh keiner. Axel war jetzt in Urlaub 2 Wochen. War jetzt ein bisschen chaotisch. Und ich glaube, den kompletten Mai ist Ingo nicht da. Und jetzt müssen sie halt, wie heißt er? Ender? Yanda? Ich kann mir den Namen nicht merken. Der wird es halt getriezt, dass der dann die Tagschicht übernimmt und Axel die Spätschicht. Und ja, da graut es ihm schon ein bisschen davor. Aber wenn du zurückkommst, dann könnt ihr euch da ja ein bisschen besser absprechen. Na, dass du vielleicht Yanda oder Ender oder wie er heißt, tagsüber unterstützt oder so. Dass Axel dann die Spätschicht macht. Oder wie auch immer. Das ist ja euer Ding. Aber irgendwie sowas in der Art. Weil im Moment haben sie so ein bisschen Panik davor. Also Axel hat ein bisschen Panik davor. Da sieht man, dass ich trotz Urlaub von Axel alles im Griff hatte. Ja. Absolut. Da merkt man's. Da merkt man's.
as you can see, the region compound appears to have unexpected positive side effects. You know, I'm not the most attentive son, but I could have sworn your leg. Ja, mach das. Mach das, Sicky Jackson. Unbedingt. Das andere Thema spreche ich jetzt gar nicht an, wo wir beide drüber gesprochen haben. Das muss jetzt nicht hier öffentlich sein. Können wir ja nächste Woche mal schnacken, was sich da so ergeben hat. Aber freut mich, dass der besser geht. Auf jeden Fall. Bin gerade Mr. Stalin mit dem guten Schnauzer. Stahl, Stalin, Stahl in Stalingrad. Ich weiß nur nicht mehr, wie der Spruch weitergeht. Weil irgendwas ist noch mit Lenin und Leningrad. Aber das kriege ich nicht mehr zusammen. Ey, aber das Kotzel hier, ne? Was ich ja eben im Discord schon gezeigt habe. Wow. Das schmeckt. Das schmeckt. Und hat Umdrehungen. Habe allerdings nur eins davon. Erreiche Chester Morgans Wagon. Das ist bestimmt ein Neffe von... wie hieß er bei Red Dead Redemption? The Morgan. Habe ich vergessen. Leningrad, Stalingrad und Moskau. Die wichtigsten Orte zum Verteidigen. Ja, definitiv. Definitiv. So wichtig für die gesamte Welt. Aber das verstehen viele ja nicht. Das verstehen viele ja nicht. Böse, 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 aber... Na, ist egal. Politik ist ja nicht erlaubt bei mir. Also reden wir nicht davon. Da wird man ruckzuck in irgendeine Ecke gedrängt, in die man gar nicht gehört, wenn man einfach nur seine Meinung ausspricht. Dann lassen wir mal. Ich frage mich, warum das Mikrofon so leise ist. Also der Pegel. Ah, warte, ich hab doch hier. Kann ich doch jetzt hier machen. Warte mal. Warte mal ein bisschen höher. So. Buh. Ja, viel besser. Ich versuche einfach nur einen Bürgerkrieg zu verhindern. Ja. Das ist schon mal ein guter Schritt. Oh, das sieht nach Schlachtfeld aus hier. Here come Chester's boys. Ah ja. Ich will gleich mal gucken, wie der. Oh, ist der. Das Neue? Die kommen wir jetzt so gar nicht vor. Oh. Wieder das Kackding hier. Weg, 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 Alter! Wow! Alter! Was geht? Weg! Lass mich! What the hell? Komm, lad nach! Schnell. Oder hier. Wow, wow, wow. Alter. Wie seid ihr denn unterwegs? Ja, jetzt muss ich erstmal hier Energie tanken. Komm, schneller. Jetzt. Weg. Weg.
Das wäre schon besser. Feldmarschall in der Dusche auf Seife ausrutscht und puff, weg ist. Geil. Jetzt kann ich mich um die anderen kümmern. So. Schrotflinte. Oh, was war das denn noch hier mit Dingens? Boom. Stöße. Und was war das hier noch? Ah, Flammenwerfer, genau. Burn, Baby, burn. Zack. Nee. Was seid ihr für Viecher, Alter? Wow. Junge, was geht hier ab? Boah. Alter. Gegner werden ja mal schlimmer. Wow. Das war nicht ohne. Das war nicht ohne. Und ich dachte, wir hatten schon die schwersten Gegner. Junge. So. Können wir eigentlich irgendwas aufleveln? 5000 haben wir. Guck mal, da können wir den Flammenwerferstrahl erweitern. Was geht hier noch? Nix, ne? Ja, doch. Ja. Was war das denn? Können wir uns hier nicht leisten. Das können wir uns leisten. Schock, Finalstoß. Stromspitze, genau. Und hier 5,5 pro Schuss 2 Bolzen, das ist geil, weil die ist auch gar nicht so verkehrt. Komm, dann sparen wir noch ein bisschen. Mal gucken, da ist nichts da. 199 Geld. Was ist Flammenwerfer? Das, ne? Super. Okay. Oh. Das klingt schon wieder nicht so gut, was uns da erwartet. Oh, da unten. Wieder so ein blödes Vieh. Das Nervige daran ist, ne, diese Bienenstöcke, die um so rumkreisen, ne, die verwandeln die Gegner ja in Bienenhaufen und dann kann man die nicht angreifen. Man muss erst dieses große Teil da kaputt machen, bevor man die anderen Gegner angreifen kann. Und das ist das, was es etwas schwierig macht. Komm, ist bestimmt Loot versteckt. Ah, guck. Also, Blitz haben wir aber noch. Batterie ist geladen.
schnell hin damit und bam! In dein Gesicht. Hörst du auf? Oh nee, ne? Lass mich. Übertreib's doch nicht so, Leute. Wow. Lass mich dahin. Alter. Lauf, lauf, lauf. Lauf, lauf. Alter. Ja, dann so. Spider-Man. Oh, das war fies. Weg, weg, weg. Alter, Verwalter. Hat nicht gereicht. Jetzt hing ich hier. Oh. Boxen kann ich hier auch, Digga. Heute wollte es aber wissen. Überquere den Fluss. Okay. Sehen wir nichts von hier. Guck mal da. Loot war keiner mehr da, ne? Ne. Aber hier. So, Geld. Ah, reicht immer noch nicht. 5. Also 178 brauchen wir noch. Ah, 60 ungefähr. Ich versuche mich schon auf 1940 und 41 vorzubereiten. Ja, ja. Das musste auch. Das musste auch. Oh, guck mal hier, eine Höhle. Loot? Nein. Dann ab in die Höhle. Des Löwen. Schön. Da sieht schön aus. Da haben wir wieder Geld. Und es reicht. Jawollo. Dann kaufen wir die Dinger jetzt. Sehr gut. Jetzt müssen wir auch nur dran denken, die auszuwählen. So, haben wir jetzt. Maybe I can clear this with a bang. She bangs. She bangs.
Hyperfahr. Mein Eisenbahnnetzwerk ist noch schlimmer als das von der Deutschen Bahn. Kommt auch kein Zug, Götter. Yet another mine. Hast du nicht gewusst, dass außerhalb Deutschlands die Schienen sind schmäler als die deutschen Schienen? Das haben die damals gemacht, damit die Züge von den Deutschen nicht ins Ausland fahren können, ne? Sei es Frankreich, Italien, Holland, wohin auch immer. Deswegen, also jetzt speziell im Güterverkehr, gibt es dann immer die Umschlagbahnhöfe, wo dann auf andere Züge umgerüstet werden muss, ne? Also die Containereinheiten und so weiter kommen dann auf andere Züge mit schmaleren Rädern, damit die auf den Strecken fahren können. Wie clever von denen, ne? Aber ja, war nötig. So. Das sind die, wo versinken, ne? Oha, wie geht's denn da weiter? Gehen wir mal da lang, ne? Schnell rüber. Warte. Boah, ging. Geld. So, da können wir nicht rüber. Aber von der Seite können wir rüber. Hier ist nichts, ne? Nee. Na gut. Dann gehen wir wieder zurück. Da oben liegt auch Geld. Ja, damit. Können wir hier noch was abschießen? Nein. Okay. OB. Gotta tread carefully here. Was baut ihr hier für ein Labyrinth, sag mal? Muss man ja richtig seine Birne anstrengen. Ah ja, aber guck mal hier. Bella Fantastico. Gehen wir erstmal dahin. Das sieht mir nämlich aus wie eine Waffenerweiterung da oben. Die meisten Schienen sind ja noch vom Kalten Krieg und bevor die BRD überhaupt akzeptiert wurde. Ja, genau. Genau. Vor 1956. Oh hier. Armbrust kriegt eine Erweiterung. Blitzbolzen. Oh, das sieht gut aus. Guck mal dahin. 9400 Öcken. Die elektrisch geladenen Bolzen können dafür sorgen, dass zwischen den markierten Gegnern ein Lichtbogen entsteht, der ihnen für kurze Zeit Schaden zufügt. Okay. Nice. So. Oh, geht's da weiter? Ne, dann will ich erstmal da unten noch gucken. Alter. Ach nö, lass mich doch runter. Schade. Haben wir Geld verpasst. Oh, da liegt. Ne, liegt kein Geld. Geh in den Menübereich Geschichte, um die Tutorials und viele. Nein, Quatsch. Brauchen wir nicht. Und ordentlich Geld. Komm, dann gehen wir erstmal da runter. Da scheint es nämlich nicht weiter zu gehen. Oder doch? Ja, Seil. Das brauchen wir dann für die andere Seite. Dass wir eine Seilbahn bauen können. Müssen wir mal gucken, wo. Geld. So, und zwar hier. Tudum. Made it. Now, where are you hiding, Chester boy? So, kann ich hier auch rüber? Ja, Mann.
Da liegt nämlich Geld. Mitnehmen. Sehr gut. So. Halt, da war nichts, ne? Nee. Edgar? Are you there? Edgar. Ganoven-Ebe. Oh. Wow. Warte. Lass mich erstmal da hier. Wieso benutzt du eigentlich nicht die. Achso. Muss ich so machen, ne? Alter. Komm. Hey. Schlag mich nicht. So, noch jemand? Störe meine Kreise nicht. Und du hör auf mich zu schießen, Alter. Warte mal, jetzt andere Knarre nehmen. Wieder nicht tot. Doch. Er steht aber immer noch. Na, ist egal. So. Gehen wir mal da hoch, wa? Und wechseln wieder auf Dingens. Ah, hier. Extra Leben. Also Energie. Super Energie heißt es, glaube ich. So. Da unten lag ein Schatz. Können wir von da drüben, können wir da runter. Gut. Oder was? Nein. So. Ja, Mann. Ja. Ich hab ne Gatling. Mega. So. Darunter geht's da lang, okay. So, you a warlord now, Chess? Chain Gun oder eine Gatling Gun ist immer was Feines. Da, 522 Geld. Boah, jetzt wollte ich fast ins Wasser reinspringen, weil mich das so an das grüne Fortnite-Wasser erinnert hat. Jetzt lass mich doch erstmal. Jawollo. Halt. So. Dachte ich mir doch, dass hier was versteckt ist. Okay.
Und hier? Nichts. Okay. Sonst noch was? Nee. Dann raus aus der Höhle, würde ich sagen, ne? Verdünnisieren wir uns. Und trinken noch ein kleines Schlückchen. So. Ich benutze den Elektrokram viel zu wenig. One carriage is still intact. Let's see where it went. Mhm. Also, der ist es wohl nicht. Geht's da noch weiter? Ne. Edgar's been here. No doubt. There's no doubt about it. Nee, keine Werwölfe. Und das Vieh auch wieder. Weg. Aua. Okay. Strom hat er kein Problem. Aber mit Schlägen. Mit den Werwölfen ist, dass die ihre Kumpels rufen. Und das muss man schleunigst unterbinden. Sonst kommen immer mehr. Komm doch. Boah. Stufenaufstieg und Geld. Beautiful. So. Loot war hier keiner, ne? Nee. Da oben. Oder müssen wir jetzt eh hin? Okay, dann lass erstmal gucken. Wir haben nämlich einen Vorteilspunkt gekriegt. Was nehmen wir denn da? Ja, das ist der Kram. Den ich ja leider nicht so oft denke. Ja, Energiebündel, die interessieren mich eigentlich nicht. Health Pack, das wäre. Das wäre was. Naja, ist noch nicht freigeschaltet. Da muss ich erst das alles machen. Ja, das ist alles nur Schocker-Gedöns, ne? Was Projektile blockieren, habe ich immer noch nicht.
Naja, egal. Mehr Saft, die maximale Energie wird erhöht. Ja, wie gesagt, ich benutze das zu selten, um darauf aufzubauen. Gucken wir lieber, dass wir hier mal hochleveln. So, und geldtechnisch. Was, der kostet Stufe 1 schon 9,4? Habt ihr Macken? 3,7. Reichweite des Flammenwerfers. Was ist das? Mal klebriger Sprengstoff. Und da. Okay. Reichweite des Flammenwerfers. Das kann auch mal von Vorteil sein. That sounds like Edgar. Jo, würde ich auch sagen. So. Geld. Gotta open it first. Ah, muss ich wieder Strom umleiten oder dahin bringen, wie man es nennen will. Gucken wir erstmal hier. Da ist er. Eddie. What a waste of perfectly good explosives. Na? Next time you go and die like that. Dann machen wir aber nicht. You better stay dead. You better stop. Noted. Dee-dee-dee. Damn you, Jess. Your horseplay's gonna get me killed one day. Since you hauled your ass all the way down here, how about you make yourself useful? Okay. Und wie? Very subtle, Chester boy. No one can spot that. Oh. Alles klar, Zeus, mach's gut. Hau rein. It was at this moment that he knew. He fucked up. Oh yeah. Okay. Strom abstellen. Wie? Can you hurry the hell up? Weißt du, wirst ungarisch? Oh, ich kann hier rum, tatsächlich. Aha. Dann gehen wir da mal hoch. Guck an. Bam. Und das Ganze nochmal. Ich schätze mal, hier kann man jetzt nicht lang. Nein. Müssen wir da runter. Dann jetzt doch da drüben hoch. Nein. Machen wir. Hier war jetzt nichts. Wo man abschießen kann. Nee, dann gehen wir erstmal da hoch. Sehe ich da nichts?
Da muss doch wieder irgendwo. Was sein, wo ich dran schieß, um klettern zu können. Oder geht das da rein? Da ist aber nichts. Und da drüben? Also da oben? Nee, da geht's nur runter, da geht's nicht hoch. Oh. Muss man jetzt... Ah, ich sehe was, ich sehe was. Okay, andere Knarre. Alter, ich treffe doch haargenau. Das war aber Bullseye eben. Na komm. Müssen wir doch mal darüber. Kann ich hier hoch? Ja. So. Können wir doch gleich die Kiste hier angeln. Und bam. Ist das Tor offen da vorne. Da wird bestimmt was drin sein, wo ich mich rüberhangeln kann oder freischießen kann. Da. Gut. Zerstöre die Verzauberung. Yeah. So you reckon Chester knows where Felicity is? Let's ask him. Das war ein schöner Schlag. Tudum. Sieht aber so aus hier. Total, ja. Oh. Böse Buben. Ah ne, das war gut. Noch jemand? Oh, ich habe heute Post gekriegt vom Finanzamt. Meine Steuernummer ist da. Jetzt ist die Sache ernst. Würde ich mal behaupten. Ja, echt cool. Echt cool. Vor allem müsste ich mich mal informieren, welche Vor- und Nachteile ich jetzt eigentlich habe. Also als Kleinunternehmer nach Paragraph 19b. Oh fuck. Oh, mit so einem Vieh dabei. Das ist nicht gut. Waffen schalten. Hey. Wohin, wohin? Weil ich habe mich so noch gar nicht so richtig informiert. Ich habe ja, wie gesagt, die Kleinunternehmerregelung genommen. Ohne Umsatzsteuer-Eventnummer. Das heißt, Vorteil bei... oder Steuervorteil habe ich jetzt keinen. Ja, dass ich, wenn ich
irgendwas kauft, dass ich die Umsatzsteuer sparen würde oder so. Das ist nicht der Fall. Aber klar, Anschaffung kann man natürlich teilweise absetzen. Das ist klar. Aber trotzdem. Ich muss mich da schlau machen. Vielleicht wird es Zeit für einen Steuerberater. Und ich habe meine erste Auszahlung von Twitch gekriegt. Also das funktioniert dann auch. Ja, bestimmt, bestimmt. Also ich habe meine Lohnsteuer, also meinen Einkommensteuernachweis immer mit dem Vater zusammen gemacht, mit so einer Software. Für einen Privatmann reicht das ja. Aber jetzt ist es halt anders. Jetzt ist es anders. Und jetzt brauche ich, glaube ich, wirklich jemanden. Vor allem jemand, der sich damit auskennt. Das ist ja auch sowas, ne? Ich meine, klar, die Kleinunternehmerregelung, da wird sich jeder Steuerberater auskennen. Aber im Bereich Medien und so, weiß ich nicht, ob es da Sonderregelungen gibt, die vielleicht nicht jeder weiß. Ja, ich denke auch, dass es nicht ganz so schlimm wird. Aber ich bin halt einfach doof. Ich habe null Verständnis für Steuerkram. Hoppala, falscher Knopf. Und habe auch nicht so das Bedürfnis, mich da einzulesen, weißt du? Hey, hörst du auf. Ich gehe mal davon aus, das wird mir noch einige schlaflose Nächte bereiten. Im Laufe der Zeit. Hey. Hey. Leute, einer nach dem anderen. Hörst du auf? Boah, habe ich es unterbrochen? Geil. Ja, das sollte es absolut nicht. Oh nein, ich kann nicht mehr laufen. Ich hänge. Ich bin festgeglitscht. Oh, lass mich hier raus. Oh nein. Nein. Boah, wenn ich jetzt speichere, speichert er den Bug mit. Oh, komm. Was habe ich noch für Möglichkeiten? Kann ich springen? Also, außer hier zur Seite. Verdammt. Das ist nett. Das ist nett, auf jeden Fall. Ich meine, ich kenne ja ein paar Leute, ne? Vom Freund von mir, die Schwester, die ist Steuerberaterin. Die müsste ich nur mal kontaktieren. Die wohnt auch bei mir also nicht ums Eck, aber nicht weit entfernt. Also ich habe schon Möglichkeiten, so ist nicht, ne? Es ist halt mehr so Lust, Zeit und so weiter. So, boah. Kann ich speichern? Ich glaube, da haben wir schon mal probiert, ne? Wir können gar nicht selber speichern. Oh, fuck. Vor 9 Minuten das letzte Mal gespeichert. Nein, das ist zu lang. Ja, definitiv.
Definitiv mehr. Ja, absolut. Absolut. Sowas findet man nicht allzu oft, aber ja. Boah, nee, Alter, jetzt muss ich da echt wieder raus und den kompletten Kampf nochmal neu machen. Oh, ihr Düspaddel. Scheiße. Wie kann man denn nicht manuell speichern? Ja, genau. Nochmal von vorne. Moment. Nee? Düspaddel. Guck mal, der Baum ist aber auch nicht so, wie er sein soll. Ob das Spiel an sich verpackt ist, ja? Hey. So. Hehehe. Ja, so ein Popcorn-Emote muss ich auch noch machen. Irgendwie. Ja, das glaube ich. Das habe ich auch schon oft benutzt, wenn ich irgend so eine Doku geguckt habe, mit, also bei irgendeinem Stream. Oder auch so Horrorspiele, mit Gnu zum Beispiel. Da einschießen. Andere Knarre. Oh, ich bin krank mit Fingern. Jetzt aber, jetzt komm. Boom. Jawohl. Oh, komm, komm. So. Burn, baby, burn. Schicke Leute, danke für deinen Lurk. Ich hoffe, es ist alles okay bei dir, ja? So. Und trotzdem will ich das Geld jetzt haben. Ah. Fucking Werwölfe. Thank you.
nein, keine Verstärkung suchen. Verdammt. Gib mir das Geld. Ich probier's mal von der anderen Seite. Geht nicht. Okay. Alter. Juhu. So. Ist das vielleicht an jeder Vogelscheuche? Sofern die überhaupt für Vögel sind. Okay, dann rein da. Gehen wir rein. Pferde. Na ihr. Sieht ein bisschen verhungert aus. Abgemagert. Ah, ich weiß, warum das Mikro so leise ist. Da ist eine neue AI-Funktion in dem Mischpult, wodurch der jetzt probiert, Geräusche rauszufiltern. Und dadurch ist es ein bisschen leiser. Was wolltest du uns sagen? Ich assume you know about the bats carrying the blood of the ancient beasts. Like the leeches weren't enough. We need a where, Jester. After Tabano's demise, Andalusia invested in a forlorn train manufacturer, Persephone, located in, ja, aber krass, Steuernummer. In the middle of nowhere. Ich frag mich, gibt's noch so eine Art Gewerbeschein? Irgendwie sowas. Also ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel zur Metro fahre, um mir eine Metrokarte zu holen, was zeige ich denn davor? Das Schreiben vom Finanzamt oder gibt es da einen Gewerbeschein oder sowas in der Art? Also nur als Beispiel. Metro lohnt sich ja eh nicht mehr, aber hin und wieder haben sie Gouda im Angebot. Da habe ich letztes Jahr mit meinen Eltern zusammen 15 Kilo Gouda gekauft, weil Kilopreis 3,99. Zum Vergleich, wenn man im Lidl den billigen Gouda kauft, da kostet das Kilo zwischen 7 und 8 Euro. Ja, und dann eine Metrokarte wollte es. Sollen wir 5 Kilo Bockwurst holen? nee, Gouda. Gouda. Ja, wie gesagt, letztes Jahr 15 Kilo gekauft. Also in einem Block. Und dann habe ich mir noch einen Vakuumierer dazu gekauft und habe dann gerade portioniert, habe die vakuumiert und eingefroren. Geht wunderbar. Erschreckenderweise haben die 7,5 Kilo nicht so lange gehalten, wie ich gedacht habe. Das ist halt schon, ne? Gouda ist meins. Gouda ist meins. Schön mit 47% Fett in Trill. Was auch immer das bedeutet. Trill. Oh ja. Geil. Das war so ein Block, weißt du, so ein 15-Kilo-Block. Und das Kilo dann halt 3,99. Voll geil. Aber halt nur, wenn du den Block gekauft hast, ne? Und er war gut. Da war ich gut.
immer noch nicht so gut wie Frau Antjes von früher. Aber ich glaube, das gibt es heute so gar nicht mehr. In meiner Kindheit, so in den 80ern, da war das so richtig, richtiger Käse, richtig geiler Käse. Das schmeckt alles eher künstlich mittlerweile, ich weiß nicht. Bloom. Hey, Bloom. Ah ja, siehst du, dann kennst du das ja. Ja, und der Mann von meiner Cousine, der ist irgendwie der Chef von der Metro Group. Mit dem seiner Karte war ich da öfter mal drin. Und auch in der Ausbildung als Koch. Da gehst du dann dahin einkaufen. Also hin und wieder haben die schon Schnäppchen. Aber nicht immer. Und was viele Leute vergessen, die Preise in den Regalen sind die Nettopreise. Da fallen viele auf die Schnauze. Aber ja, Metrocard zum Beispiel würde ich mir holen. Und dann, wie gesagt, für Käse oder diese fetten Leona, ne, Meter da, ne, die guten, leckeren. Das schmeckt alles ganz anders, wie jetzt beim Discounter das abgepackte Zeug zu holen. Und ist in den großen Mengen halt günstiger, ne? Kennst du noch Tante Emmeline? Ja, sicher. Ach Gott, so viele. Die vermisse ich. Der hier damals in Bremen bei mir um die Ecke hatte tollen Butterkäse. Mmh. Ja, Butterkäse habe ich auch eine Zeit lang gegessen, aber da esse ich mich schnell satt dran. Irgendwann muss ich dann wieder wechseln. Gouda? Ach Gott. Kann ich mich tot fressen. Tot. Oh ja, mit Tante Emmeline bin ich aufgewachsen. Da war ich jeden Tag eigentlich. Und da waren dann auch noch so Dinge, das glauben mir viele heutzutage gar nicht, wo ich so 5-6 Jahre alt war, ne? Also so 84, 85. Da bist du in den Tante-Emma-Laden gegangen und hast für einen Pfennig hast du dir 3 Weingummis raussuchen können, ne? Zum Beispiel die Tennisschläger, die kleinen, oder saure Pommes und so. Für einen Pfennig. Das kannst du heute völlig vergessen. Für einen Pfennig schließen nur nicht mal die Tür auf. Cent schon gar nicht. Och nö, nicht totfressen, dann ist man Donnerstag Programm. Ja, stimmt. Das machen wir nicht. Aber ich liebe Käse. So was Geiles. Ja, und als Kind, ich bin ja auf der Insel Borkum aufgewachsen. Oh, ist hier noch was versteckt. Und ist halt die erste ostfriesische Insel, direkt an der holländischen Grenze. Dementsprechend hast du den geilsten Käse gekriegt, den du dir vorstellen kannst. Oh. Was war das? Fein. Hä? Warte. Ne, hier fing das Level an. Dann will ich mal gucken, ob hier noch was versteckt ist. Die Bimmelbahn. Oh. Du kennst Borkum. Die Bimmelbahn ist geil, ja. Die ist echt geil. Und da gab es vor ein paar Jahren Diskussionen, ob die ersetzt wird durch eine elektrische. Und haben sich dann darauf geeinigt, ja, okay, eine elektrische Bahn, aber die Bimmelbahn fährt auch noch ab und zu. So, ich weiß nicht wie oft, so, aber regelmäßig. Die ist schon cool. Klar, sagt sie. Ja gut, obwohl, egal wen ich schon drauf angesprochen habe, sei es zu meiner Schulzeit oder später raus. Oh, was ist das für Viecher. Alle waren sie da entweder schon mal in Urlaub oder in Kur oder sonst wie irgendwas. Borkum ist bekannt. Ah, hier geht's gar nicht weiter. Ja, Borkum muss man kennen. Der schönste Sandhaufen der Welt, sagen wir Borkumer. Auch wenn sich da viel geändert hat seit meiner Kindheit, aber es ist halt immer noch Borkum.
Könnte ich mit meinem Sohn mal hinfahren? Mit dem waren wir da. Da war der 2, glaube ich. Also er kann sich nicht mehr so dran erinnern. Hatte ich gerade letztens mit ihm davon. Und er weiß es nicht mehr, wie wir da am Strand waren und gespielt haben. Ja, das sollte man unbedingt mal wieder aufnehmen. Beweg dich. Kann für einen alten Mann nicht schlagen. So. Stufenaufstieg, Geld. 79 bin ich. 79. Ich kann ja sogar sagen, wann ich gezeugt wurde. Im Januar 79. Ist auch ganz groß noch zu finden in den Medien. Da war ein ganz schlimmer Winter, da war die Nordsee zugefroren. Da konnten die ostfriesischen Inseln nicht beliefert werden mit Lebensmitteln. Und dann sind die dann übers Eis gelaufen bis nach Emden, um dann Lebensmittel zu holen. Und in diesem kalten Winter wurden sehr viele Kinder gezeugt. Also meine Klasse war überfüllt. Tja. Ich meine, du weißt ja, wie so ein Winter an der Küste ist. Und auf der Insel ist das nochmal eine ganz andere Hausnummer. Das ist kalt. Ich werde das nie vergessen. Da bin ich mit meinem Cousin, sind wir da rumgelaufen. Also wir hatten eigentlich immer nur ein T-Shirt an und dann so einen Ostfriesen-Parker, ne, als kleine Kinder. Die waren super warm. Und dann sind wir an der Apotheke vorbeigegangen. Also wir haben uns da immer, wie hieß das denn? Pulmol war das, glaube ich, ne? Da war dann immer also so ein DLRG-Spendending und neben dran so ein Pulmol-Box, das dann gedreht und dann kamen so 2, 3 Bonbons raus. Dann haben wir immer Bonbons geholt. Und da war außen, war dann ein Thermometer, ne, an dem Apothekenschild. Und da war dann, ich weiß nicht, minus 10 Grad, gefühlte Temperatur minus 26. Das werde ich nie vergessen. Ja, Pulmol war das, ne? Das war cool. So, wir haben einen Vorteilspunkt gekriegt. Dann gehen wir mal hier hin. Direkt nach dem Nachwehenangriff aus... Was führe? Achso. Ja, das vergesse ich doch sowieso. Ja, komm, dann machen wir hier. So ein bisschen Strom kriegen. Das war Überlebenstraining. Und ich wohne jetzt schon seit 92 hier in der Pfalz und habe mich immer noch nicht an das Klima gewöhnt, ne? Im Sommer, ich verrecke hier. Boah. So schwül und sauerstoffarm. Das ist schon nicht schön. Es gibt Dinge, wo man sich einfach nicht dran gewöhnen kann. Strom. Aber ja, umso schöner ist es, wenn man dann alle paar Jahre oder alle 5 bis 10 Jahre mal wieder nach Borkum fährt und mal einfach wieder ein richtig angenehmes Klima erlebt. Das ist so eine andere Welt, ne? Na klar, man schwitzt da auch und so, aber
du hast halt immer die frische Brise von der Nordsee, weißt du, immer so einen leichten, kühlen Wind. Das ist halt geil. So, warte. Was will der mir hier sagen? Gibt's da was zu holen? Ah, ich muss den Wagen verschieben. Okay, und da Geld. Ich hatte mal eine Flamme in Wuppertal. Da habe ich mich nie wohl gefühlt, weil nichts plattes Land. Und immer Sommer stand die Hitze. Ja, genau, und das ist hier auch. Und ich wohne ja nicht weit weg von der BASF. Also, um genau zu sein, 23 Kilometer. Ich arbeite quasi am Eingang der BASF. Da ist so die Nachtweide, da arbeite ich. Und ja, wohne 23 Kilometer entfernt. Und hier steht die Luft. Also ich bin mir sicher, dass das an der BASF-Nähe liegt. Weil das einfach so eklig drückend ist. Und ich habe auch schon näher dran gewohnt, da war es schlimmer. Und hier, wo ich jetzt wohne, ist sehr viel Wald und sehr viel Berge außenrum und so. Und hier ist es besser auszuhalten. Aber trotzdem nicht gut genug. Ja, und es ist einfach, ich weiß nicht, ob das Luftverschmutzung ist oder was, weil dick. Das ist einfach. Ich bin 2020. Bin ich von Arzt zu Arzt gerannt, ne? Lungenfacharzt und wie heißen die? Wurde Sauerstoffgehalt im Blut messen. Hämatologe. 2 Jahre lang bin ich rumgerannt, weil ich gedacht habe, ich ersticke, ich kriege einfach keine Luft. Ne? Die anderen immer, alles normal. Ich dachte, hä? Gibt's doch nicht. Ja, und hat sich dann rausgestellt, dass ich eine Allergie entwickelt habe. Ne? Allergisch auf alle Gräser. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, nicht genug Sauerstoff zu kriegen. Ne? Das ist sehr merkwürdig. Und wenn ich halt auf Borke bin oder überhaupt am Wasser, dann habe ich das nicht. Überhaupt nicht. Also ist doch schon eigentlich klar. Ah, ein Toffel! Einen wunderschönen guten Abend aus Chemnitz. Von der Bahn. Okay. Bist mit dem Zug nach Chemnitz gefahren oder was? Hattest du am Dienstag nicht ein Gespräch? Habe ich das richtig in Erinnerung? Erzähl. Ach, das Nadu-Herz war gar nicht für mich. Es ist okay. Er hat Nachtschicht und Bohrpunkte an den Gleisen. Ah ja, okay. Verstehe. Ja, aber war da nicht Dienstag ein Gespräch? Oder täusche ich mich da? Habe ich da noch reingekommen? Verdammt. Ich habe genug Geld, um Verbesserungen zu kaufen. Das sagst du so in einem jugendlichen Leichtsinn. Aus Sprengstoffpackungen verursachen jetzt mehr Schaden. Gut. Nehmen wir direkt. Ich hatte ein Gespräch, könnte am 1.6. anfangen. Aber das was für privat. Ja, gut, okay. Okay. Ja, aber geil. Ja, genau. Das klingt doch super. Das klingt doch super. Der Knopf. Ja, da kann ich rüber. Aber erstmal nach Loot gucken. Lootweg. Guck mal, hier kann ich doch rein, ne? Ja, alles klar. Geh mal Schotter schürfen.
Danke, dass du vorbeigeguckt hast. Achso, das ist das wieder. Der Waggon. Ja, dann. Ah, hier, Strom. Geld gesehen. Oh oh. Oh oh. Es kommt Großes auf mich zu. Na dann. Gehen wir mal töten. Komm her. Komm doch. Oh, zwei davon auch noch. Not so nice. Komm ich denn da? Achso, ja. Und wieder hier. Und da. Und so. Und hier. You don't smell the same, son. Your scent is stripped of doubt. It's strong. Confident. Oh, geht das? Nee, ne? Erst wenn ich unten bin. Boah, zwei Stück von den Viechern. Und da kommen garantiert noch mehr. Auf geht's. Biene Meier. In einem unbekannten Land. Vor gar nicht allzu langer Zeit. War eine Biene sehr bekannt. Von der sprach jeder bald und bald. Kannst du das dahin schießen? Möbel ich dich. So, hinterher. Ah, erledigt. Sehr gut.
Stelle war. Not with me. Oh, noch einer. Blau? Blue, tappeti, tappetai. Moment. Ah. So. Wo geht's weiter? Wo gibt's Loot? Eine Kiste. Eine kleine Kiste. Da ist nichts. Okay. Gut, richtige Riecher gehabt. I can offer you so much more. I don't understand why you hesitate. Hier? Oh, Geld. Geld ist immer gut. Ah, das wäre sogar der richtige Weg gewesen. Oder ist der richtige Weg gewesen. Särge. Okay. Power is like a contagion. Stronger than life and death. Noch mehr Geld. Show yourself. Genau, zeig dich. So. Na, hier geht's nicht weiter. Oh, wieder ein Waffen-Upgrade. Zeig mal her. Blitztornado. Für 7600 Piepen. Das sieht aber sehr vielversprechend aus, ne? Muss ich mal so kundtun. Da habe ich mal nichts versteckt, ne. Geld. Und da ist auch noch irgendwas. Lebensenergie, sehr gut. Beautiful. TNT. Dynamite. Ja, toll, er wieder. Der hat ganz schön viele Geschwister. Aufräumen hier. Oh ne, die spinnt mich ja auch wieder. Uiuiui. Noch eins. Weg. Ich kämpfe hier. Oh.
Wow. So geht das. Kaputt. Schalter. Finde William Rentier. Rennt, er rennt. Geld. Don't be afraid, son. Ich bin kein Fred. Don't be afraid. Ist es tatsächlich jetzt unser Vater, den wir da suchen? Fällt mir gerade so auf. Dann hatte ich ja recht mit meiner Vermutung, dass es unser Endgegner wird. Okay, okay. Okay, OB. I sense your determination. You're finally growing up. Ah. Fette Kiste. Fette, fette Kiste. Shocker Skin. War das hier, ne? Da haben wir schon alles, da haben wir auch alles. Da. Ich sehe zwar nicht wirklich einen Unterschied, aber wir nehmen es einfach mal mit. Geht hier? Nix. Nee. Da auch nicht. Aber hier. Yeah, I hate spiders. Jo. Wer nicht? And I hate bats. Außer mir. Ja, Fledermäuse sind cool. Liegen hier im Dorf sehr viele rum. Das ist sehr geil. Wenn du dann abends im Park sitzt und die Fledermäuse fliegen da rum. Oder wenn ich vom Balkon gucke im Sommer und die um die Lampen fliegen und die ganzen Motten fangen. Das ist auch sehr cool. In deinem Garten? Ne, in einem Garten. Meinem Garten, okay. I used to dream that someday you'd find your way. Ja, Fledermäuse sind cool. I worked so hard to lay down for you. You don't need to do that anymore. So, was erwartet uns hier? Schreckliches. Geld. Geld ist immer gut. Da oben liegt auch Geld. Verdammt. Wie komme ich da denn dran? Ich sehe da nichts zum Abschießen. Oder? Geht das? Naja. Ja gut, komme ich wahrscheinlich eben eh nicht mehr dran. Und da ist eine Kiste. Da muss ich gleich hoch, Alter. Fette, fette Kiste. Meine Hunde denken manchmal, das ist ein fliegendes Essen. Ja. Der fliegende Italiener. Halb der Viertelstunde.
Geräuschkulisse ist nicht gut, ne? Ich glaube, da tut sich noch was. Ja, bin ich denn da vorbei? Also hier nicht. Da durch? Komme nicht hoch. Wollte mich verkackt pup eiern. Schade. Okay, dann drücken wir erstmal den Knopf. Ja, ja. Dreh schon mal die Brücke. Was kann das denn gewesen sein? Ah, guck mal hier, da komme ich durch. Rakete. Ist ja schon mal aufgefallen mir, dass seit Wochen OBS nicht mehr abgestürzt ist. Also mindestens 2 Wochen, vielleicht auch schon länger. Wie geil. Ich glaube, seitdem ich Windows zurückgesetzt habe. Was Vorteilspunkt? Naja. Aha. Oh. Was haben wir denn hier? Das Einsammeln eines aufnehmbaren Gegenstands reduziert die Abklingzeit des Lähmungsstabs ein wenig. Was für ein Lähmungsstab? Wir machen mal weiter. So. Gucken, hier neben war nichts versteckt, ne? Oder doch? Nee. Okay. Da ist Geld. Was verursacht denn diese Geräusche, sag mal? Ha, ein fliegender Stein. Da, ein schwebender. Da. So. Was geht, was geht? Oh, ich muss puzzeln. Damit an. Der muss darüber. Dass wir da drüber kommen, denke ich mal. Der wollte sich schon wieder aufhängen. Geld, überall Geld. Das holen wir uns erstmal. Einmal. Und. Zweimal. Und dann könnte ich hier sogar wieder runter. Oh, und da hinten ist noch eine Kiste. Jawoll. Die holen wir uns natürlich auch noch. So.
370? Das hat sich aber nicht gelohnt. Was passiert denn hier wieder? Das Areal ist viel zu groß. Da kommen mindestens wieder 3 Viecher. Und es hört einfach auf. Der Strom. Das wird spannend. Oh ja. Okay. Oh, jetzt muss ich das Ding wieder zurückziehen, ne? Oder drücken? Ja, drücken geht. Schalter. Da oben. Okay. Wer baut denn so eine Elektrik? Welcher Meister hat das denn abgenommen? Alles klar. Dann geht es weiter. This should work. Da-dum. Man is obsolete, progressive. Look at us, designing trinkets and contraptions to mimic the gods. Oh oh, gleich geht's los. Gleich geht's los. Die blöden Viecher, Alter. Alter, gleich bin ich tot. Nein. Let it go. Wow. Alter. Bloß weg. Hey. Alter, das wird knacker. Jetzt. Wieder tot. Verdammt.
mir, was hier los ist. Ganz viele böse Buben. Die blöden Viecher. Da. Boah. Junge. Okay. Warte. Krampf. Krampf im Mittelfinger. Oi. Okay. Au. Oh, fuck. Den brauche ich aber. Okay. Geblieben. Oh, lass mich doch dahin. Wow. Komm, mach doch was. Scheiße. Geh doch weg. Ja, super. Komm. Lass mich. Let it go. Weg. Oh, die scheiß Spinneweben. Komm, Energie tanken. Es ist relativ knapp. Darf jetzt gar nichts passieren. Oh Gott. Yes. Weg. Muss dahin. Komm, schieß. Alter, vielleicht bin ich tot. Schon wieder. Ihr habt doch einen Schuss. Nein. Lass mich, Alter. Hör doch auf. Mehr Energie, ja, ein bisschen. Hey. Nein. Nicht die blöden Viecher. Oh, und so viele. Wow, Alter. Nee, auch noch die Viecher. Alter, ich wusste es. Was hier abgeht. Wow. Okay, warte mal. Feuer.
Ja, kommt ja auch noch. Aus hier. Wow. Oh, die Spinneweben, ne? Das war sehr knapp, würde ich jetzt mal so anmerken wollen. Alter! Du bist so ein Nägelknabbern. Komm. Hahaha. Dynamit hat geholfen. Hörst du auf. Komm nochmal runter, du Feigling. Nein, 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 nicht die. Oh Gott, Alter. Oh Gott, oh Gott. Achso, das ist er von da oben. Okay. Das geht ja. Hey. Komm, komm, komm. Schieß, 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 Alter. Schieß. Warum? Warum? Achso. Okay. Alter Schwede. Boah, das war echt krass, muss ich jetzt echt mal sagen. Meine Fresse. So, Vorteile. Das kann ich mir doch gar nicht merken. Das war echt Hammer, ne? Junge, Junge, Junge. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich in meinem Alter nochmal so ein Spiel spiele. Ah, halt, hier kann man Verbesserungen kaufen. 6000, 8000. Das geht ja eh nicht. Was haben wir hier noch? Wo bin ich? Da bin ich. 5000. Todesstoß. Der Stocker-Finalstoß erzeugt eine Stromspitze sowie ein Energiebündel. Ah, einpacken. Ja, doch, weil ich habe das schon gemerkt, je älter ich werde, umso weniger Geduld habe ich. Ich sag nur meinen Handbruch hier. Aber irgendwie geht's. Ich weiß nicht, ob ich mich dran gewöhnt habe, wieder solche Dinge zu zocken. Oder ob es einfach an den Zuschauern liegt, dass ich deswegen nicht ausraste. Aber du kennst es bestimmt auch, ne? Dass der Geduldsfaden immer dünner wird, je älter man wird. Another bad delivery. Ja, ja. Da müssen wir hin. Dann gehen wir dahin. Nee, gehen wir nicht. Kommen wir nämlich nicht hoch. Bricht die Verzauberung. Yeah. Oh, das mit der Geduld geht bei mir. Ja, in deinem Job muss das antrainiert sein, muss es funktionieren. Definitiv. In meinem Job ist es eher so, da kann man das ruhig rauslassen.
kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele Telefone ich schon zerstört habe, weil ich sie so aufgeknallt habe. Oder auch andere Gegenstände. Aber auch da hat mir die Therapie sehr viel geholfen, mich unter Kontrolle zu halten. Sehr geil. Also wer von euch da draußen noch nicht in Therapie ist, einfach mal machen. Einfach mal machen. Ja, auf jeden Fall ist es gut. Auf jeden Fall. Es gab Momente, wo ich selbst Angst vor mir hatte. Also so im Sinne von... Na, ist egal. Es war nicht gut, sagen wir mal so. Da hätte viel passieren können. Bats breeding like rabbits. Christ. Da war nichts, ne? So, gehen wir mal hier hoch. Da waren wir ja vorhin, okay. This is how we leave our mark. Was musst du da jetzt machen auf der Karte? Ich hab keinen blassen Schimmer. Achso, die Karte, wo der eben war. Nö, das ist ja nur Story. Die Geschichte. Mal kurz gucken. Das ist erst Mission 14 von 16. Also. Aber trotzdem. Ja, das muss hier gewesen sein, ne? Nee, das ist alles. Ja, das stimmt. Das stimmt. Hier, das war das. Nee. Warte mal. Das war's. Oh, süße. Jetzt ist schon gar keine Karte mehr. Untersuchen. Ja, das ist ja... Also es ist ja einfach so ein Selbsterklärspiel, ne? So ein Rumlaufen und Töten. Da ist nicht viel mit Rätseln oder Sachen finden oder so. Ja, bei mir ging das auch relativ flott, dass ich das angefangen habe zu mögen. Zum Anfang dachte ich auch noch, boah, spielen wir halt mal, ne? Ist ja irgendwie ganz easy zu spielen. Aber das macht Spaß, tatsächlich. Story hin oder her, das ist mir eigentlich fast immer egal. Aber das ist echt cool. Das ist wieder so ein, wie soll ich sagen, so ein versteckter Schatz irgendwie, weißt du? Wer hätte damit rechnen können, dass das so cool ist? Kein Loot. Well, there they are. Children of the night. Oh, das war ein Songtext. Ah, listen to them. The children of the night. Ich glaube von Cradle of Filth. Der alte Black Metal. Okay. To my son Jeff. Bla bla. Jo. You've trusted my genius up to now. Think, Jesse. Why would I ever hurt you? Ah.
falsche Knarre. Oh, Pol ist eigentlich egal. Okay. Hoch geht's. Oh, schon 9:30. Oh. So, schnelles Level hier fertig machen. Ich habe zwar letzte Zeit darüber nachgedacht, donnerstags ein bisschen länger zu streamen, weil es ist ja der kleine Freitag. Aber ich hatte jetzt erst am Mittwoch meinen ersten Arbeitstag. Hallo? Und ich konnte am Dienstag nach der Therapie nicht so gut schlafen, wie es auch der Therapeut vorhergesagt hatte. Er hatte recht. Ja, war dann gestern extremst müde. Bin aber, weil mein Biorhythmus sich halt auch relativ schnell anpasst, gestern dann auch eine Stunde später ins Bett wie normal. War heute Morgen völlig zerstört. Und über den Tag ging's. Aber ich denke mal, wenn ich heute Abend wieder etwas später ins Bett hingehe, dann bin ich morgen am Arsch. So, da ich meinen Sohnemann am Wochenende habe, sollte ich jede Energiereserve einsparen, damit wir eine coole Zeit haben können. Ja, Schlaf ist wirklich wichtig. Aber kann ja nicht mehr viel sein hier, ne? Da muss... Ah. Ich denke hier. Oh, so eine Zwischensequenz ist aber auch immer geil. Als Cliffhanger, um den Stream zu beenden. Da, Daddy. Ja, der sieht nicht gesund aus. This is the final frontier. Mia, hast du schon die Fallout-Serie geguckt auf Prime? Forget gauntlets and geometrical tricks. Also ich würde sagen, Todd Howard soll aufhören, Spiele zu machen und soll lieber Spiele verfilmen, weil das kann er. Echt gut. You are worth more than any of them. I cannot apologize for progress. You adapt or you die. I've heard those words before. She's in your head. Enough of your petulance. I am your father. If you will come willingly, I will make you. Star Wars Referenz. Oh. Nun geht das los hier. Hey. Unfair. Da sehe ich doch nichts. Was halt so ein Problem ist, wenn ich jetzt aufhöre und morgen kein Stream stattfindet, Samstag nicht, Sonntag Sea of Thieves und Fortnite und am Montag da erst weitermache. Glaube ich nicht, dass ich das hinkriege. Yeah.
Das macht ja gar keine Energie weg von dem. Nee, um mich dann jetzt wieder warm zu spielen und dem zu erledigen. Und dann fange ich direkt hier bei dem schweren Kampf an. Und dann könnte es natürlich sein, dass es dann nicht so hinhaut, wie ich das gerne hätte. Oh, ich habe noch die Gatling Gun. Komm her, Digga. Haha, hast gedacht, Digga. Also ich habe schon öfters Spiele mal nicht weitergespielt, weil das genau diese Situation war. Allerdings hatte ich sie dann da über einen längeren Zeitraum nicht gespielt. Aus der Bursche, ne? Aber echt. Oh, jetzt konsumiert er sich noch. Was ich jetzt noch nicht verstehe, da sollen dann noch zwei Missionen kommen. Hey. Schnell. Boom. Oh, Dynamit ist gut. Fast die Hälfte. Lass mich. Alter. Oh, nee, nee, nee. Jetzt hat er mich. Jetzt hat er mich. Achtung. Geh weg. Geh weg. Wo bist du? Scheiße. Parkhalter. Oh. Alter, die scheiß Viecher, ne? Die machen mich fertig. Nein, 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 nein. Wow. Komm, ich brauche Energy. Oh. Das war sehr knapp. Jetzt. Hörst du auf, nächste Transformation. Ah, jetzt los. Nee, ne? Das muss ich auch noch rauskriegen, wie ich das hier... Kann ich das irgendwie? Nein. Oh.
schnell. Alter Schwede. Ja, super. Puh. Schneller, schneller. Oh Gott, Alter. Glaube ich es nicht. We could have achieved great. Alter, war das schwer. We did. But then you died. Voller mitfiebert. It'll take more than bullheadedness. Junge, Junge, Junge. Carmine. We'll stop her before she reaches DC. Hätte ich es nicht erwartet, dass es beim ersten Versuch klappt. You just pray it was enough. Genau. Warum hast du es nicht gleich gemacht? Ich kämpfe mir ihn ab und er macht einen Schuss. Na, danke schön. Danke schön. Ich kann es selbst nicht glauben. Da war mehr Glück als Verstand dabei. Und das ist der leichteste Schwierigkeitsgrad. Nennt sich Geschichte. Um die Story zu erleben. Keine schweren Kämpfe. Hier. Boah. So. What's it say, Mr. Gravener? William Rentier is dead, kid. Jesse needs us in Carmine. Looks like we're robbing a bank. Fire up the airship, Blue. Technically, sir, it's a lighter than air vessel that... Wait. What about Mr. Harrow? Want to be upset that we've stolen his government-issued vehicle? Da müsste man ja aus Gag mal einfach mal die schwerste Stufe probieren, ne? Gucken, was da abgeht. Okay. Und das machen wir nächste Woche. Vielleicht auch morgen. Mal gucken. Okay, Leute, ich hoffe, ihr habt genauso mitgefiebert wie mir. Weil das ist ja richtig heftig. Da hier sieht man es. Schwierigkeitsgrad Geschichte. Das könnt ihr jetzt gerade nicht lesen. Vertraut mir, ich lese es euch vor. Der Schwierigkeitsgrad Geschichte stellt kaum eine Herausforderung dar, damit die Spieler sich auf die Handlung konzentrieren können. What? Dann gibt es noch Normal. Ist der von den Entwicklern für die beste Spielerfahrung vorgesehene Schwierigkeitsgrad. Dann gibt es noch Schwer. Der Schwierigkeitsgrad Schwer ist für alle, die eine Herausforderung suchen. Und dann gibt es noch Böse. Der Schwierigkeitsgrad Böse ist die ultimative Herausforderung. Du kannst ihn von Anfang an auswählen für den... Für den ersten Spieldurchlauf werden aber die anderen Schwierigkeitsgrade empfohlen. Kann ich mir gut vorstellen irgendwie. Die haben doch einen Schuss. Aber gut, es ist spät. Von daher, ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß.
habt mitfiebern können, habt euer Popcorn leer gegessen. Dann noch viel Vergnügen, süße Träume und bis die Tage. Bis dann. Bye, bye.